Fachi Leute, ich begrüße euch jetzt zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal Mega Game Freak 17. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte zum einen nicht gedacht, dass da so schnell überhaupt wieder ein Video drauf landen wird. Zum anderen war die Frage darüber, ob überhaupt noch ein Video auf diesem Kanal hier landen wird. Denn, das gleich zu Beginn gesagt, für alle, die den gestrigen Tag vielleicht verpennt haben, ich weiß nicht, keine Zeit gehabt haben, mal nicht auf meinen Channel vorbeigeguckt haben und das gar nicht mitgekriegt haben vielleicht. Der wurde gesperrt seitens Google, seitens YouTube. Der war also weg, das Ding. Das kann man sich so vorstellen, man steht auf, frühstückt so und irgendwann schaut man mal schlussendlich auf seinen Channel hier und dann siehst du, bam, das hier. Dieses Konto wurde aufgrund wiederholter oder schwerwiegender Verstöße gegen die YouTube-Richtlinien zur Bekämpfung von Spam, Glücksspielen, irreführenden Inhalten oder aufgrund anderer Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen gesperrt. Ja, und da saß der Schock dann richtig, richtig tief. Und das hat man wahrscheinlich auch im Infovideo gestern noch angemerkt, beziehungsweise auch an der Stelle gesagt, wenn denn irgend sowas in der Art nochmal sein sollte, was ich nicht hoffe, oder irgendwas, halte ich euch immer auf meiner Seite megagamefreak.wordpress.com auf dem Laufenden, was das betrifft, beziehungsweise ich habe da noch ein Infovideo auf meinen Let's Play-Kanal rausgehauen. Dazu, womit ich allerdings nie alle Leute erreichen kann oder größtmögliche, wie ich eben auf diesem Kanal logischerweise erreiche. Von da haben sich bestimmt ein paar gewundert, was ist denn da los? Ja, und man hat es wahrscheinlich im Video mir auch angemerkt gestern. Da war ich doch noch ziemlich betroffen hier, weil 3 Jahre YouTube, über 1100 Videos, wie viel man in diesen Kanal auch investiert hat, an Zeit, an Herzblut, wie poetisch das auch klingt, aber es ist wirklich so. Das hat schon, das war richtig, richtig bitter hier. Die Frage, warum überhaupt ist der schlussendlich dann gesperrt worden, ist natürlich die Frage. Und ich habe es ehrlich gesagt, ich habe auch überhaupt keine Ahnung gehabt, warum der schlussendlich gesperrt worden ist. Es kam eine Nachricht, der ist gesperrt hier. Ich habe dann natürlich gleich auch, ja, Beschwerde beziehungsweise, ja, dann Einspruch erhoben, sagen wir mal so hier, und mich mit YouTube dann in Kontakt gesetzt und war dann gleich mal sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe mir gedacht, das dauert wahrscheinlich 7 bis 14 Tage, weil man kann sich ja vorstellen, wie viel YouTube ist ziemlich groß, Google ist ziemlich groß, wie viele Nachrichten da täglich da reinklatschen hier. Habe ich mir also gedacht, das dauert eine Ewigkeit, bis du da überhaupt mal eine Antwort kriegst. Und die kam recht, recht schnell hier. Man muss auch bedenken, bei denen ist es ja minus 9 oder 10 Stunden oder so. Das heißt, das war bei denen um 3 Uhr morgens oder so, wo ich dann die Nachricht bekommen habe. Das ist, hat mich wirklich im Positiven überrascht. Danke an der Stelle. Und schlussendlich ist es dann fürs Erste, der Channel bleibt gesperrt hier. Warum, habe ich dann überhaupt nicht verstanden. Ich habe mich natürlich dann auch mal bei Famrama nachgefragt, bei BigBoy oder so, weil schlussendlich ist der ganze Inhalt auf diesem Kanal, bezieht sich ja auf Famrama hier, ob da vielleicht irgendwas nicht gepasst hat, ob vielleicht BigBoy nicht will hier, dass ich Famrama-Videos mache und deswegen quasi ich das Urheberrecht oder so verletzt habe, was auch nicht der Fall war. Also BigBoy, ja, hat da nichts dagegen, dass diese Famrama-Videos meinerseits kommen, was mich natürlich auch in dem Sinne sehr, sehr freut hier, kann es also auch nicht gewesen sein. Hm, okay, wartest du, fragst du YouTube mal, was war denn, was ist denn jetzt eigentlich das Problem hier? Und dann heute in der Früh schlussendlich, ja, habe ich dann auch die Nachricht bekommen, dann auch, die erste Nachricht war übrigens auf Englisch eben hier, und dann die Nachricht jetzt auf Deutsch, also vielleicht hat es eben sozusagen YouTube Deutschland dann nochmal überprüft hier, und dann hieß es auf einmal dann doch, ja, kriegst deinen Channel doch wieder zurück, es wird alles doch nochmal wiederhergestellt. Was mich natürlich mega gefreut hat, da war die Erleichterung sehr, sehr groß hier. Ja. Größer als wahrscheinlich, ja, der unglaubliche Schock gestern nochmal. Weil das wäre wirklich extrem schade gewesen, wenn das alles jetzt hier auf so eine Art und Weise dann schlussendlich geendet hätte. Das wäre wirklich, wirklich bitter gewesen, weil nochmal das alles nur aufbauen und schlussendlich weiß man ja nicht, sowas kann immer wieder mal passieren. Ist es ja schlussendlich wert. Von daher, ja, freue ich mich jetzt extrem, extrem, dass schlussendlich ich den Kanal wieder habe. Allerdings gibt es dann doch noch ein paar kleine negative Sachen. Und zwar bekam ich dennoch einen Strike hier seitens YouTube aufgrund eines Videos. Das war, glaube ich,
die Neujahrsansprache von mir 2013 oder 2014. Das Video wurde gemeldet hier und dann auch anscheinend überprüft und irgendwas hat da anscheinend dann nicht ganz gepasst hier und deswegen habe ich einen Strike bekommen. Was bedeutet das alles, Strike? Und zwar heißt das zum einen, wenn man drei Strikes hat, dann ja, ist der Kanal generell komplett weg. Da kannst du dann nichts mehr machen, weil drei Strikes, dann ist er nun mal gesperrt hier. Deswegen war ich zuerst auch so überrascht, weil ich vorher auch noch keinen einzigen Strike hatte hier. Warum war der Kanal weg? Vielleicht hat man dann gesehen, ups, da haben wir einen falschen Fisch oder so. Der hatte noch gar nicht drei Strikes oder so. Ich habe keine Ahnung, warum der schlussendlich wirklich weg war, gesperrt. Aber ist jetzt egal. Freut mich wirklich, dass mich wirklich überrascht so schnell gegangen ist, dass der wieder hergestellt werden konnte hier. Hätte wirklich gedacht, das nimmt 2, 3 Wochen in Anspruch. Großes Dankeschön nochmal an der Stelle hier an Google, an YouTube. Auf jeden Fall habe ich jetzt dennoch einen Strike bekommen hier aufgrund eines Videos. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum hier. Vielleicht, also ich habe natürlich nochmal gefragt hier, jetzt warte ich noch auf eine Antwort. Vielleicht geht der auch noch weg, aber gut. Ein Strike oder ein Kanal weg? Was hat man lieber hier? Ist natürlich die Frage. Aber das hat dennoch auch Konsequenzen, dass ich jetzt beispielsweise keine benutzerdefinierten Thumbnails mehr machen kann. Das bedeutet so viel wie hier bei den Videos, wenn da steht Katzenevent und im Check hier, das habe ich ja selber erstellt, das Bild in dem hier, dass man das hier so sieht. Und ja, das ist jetzt zum einen nicht mehr möglich. Okay, das ist in dem Sinne noch verkraftbar. Ansonsten, ja, kann ich allerdings auch, soweit ich weiß, keine Videos mehr, die länger als 15 Minuten lang sind, hochladen. Also mit den Videos übrigens muss ich jetzt auch beeilen. Was natürlich auch ziemlich blöd ist. Jetzt werde ich wahrscheinlich Wochenrückblick oder so. Ja, bleibt mir schlussendlich ja nichts anderes übrig, als den in zwei Teile oder so zu unterteilen. Das ist natürlich auch eine blöde Sache hier. Und ja, nichtsdestotrotz, es verläuft, also das Ding läuft wieder ab hier, der Strike. Nach, ich glaube, 6 Monaten ist das weg. Dann kann ich wieder länger als 15 Minuten Videos hochladen, wieder benutzerdefinierte Thumbnails machen und noch ein paar weitere kleine Sachen gibt es, die sind aber jetzt nicht unbedingt so der Rede wert hier. Aber das sind schon so blöden Punkte, weil ich es persönlich ganz ehrlich nicht wirklich verstehen kann, warum ich für das Video einen Strike bekommen habe. Das Video ist gemeldet worden. Ich habe keine Ahnung von wem. Ich weiß nicht, ob sich da irgendwer so einen tollen Spaß draus machen will. Ich habe keine Ahnung, was da schlussendlich hier soll. Finde ich natürlich ziemlich schade, dass dann anscheinend irgendjemand gegen einen was hat, warum auch immer, und dann, ja, dieses tolle Projekt, dieses Hobbyprojekt YouTube mehr oder weniger zerstören will dann. Gut. Ja, natürlich ist eine blöde Sache. Vielleicht kriege ich, wie gesagt, den Strike noch weg, vielleicht nicht. Wenn nicht, dann nicht. Wenn doch, dann doch. Wenn man 2 Strikes hat, glaube ich, ist man für 2 Wochen oder so gesperrt, der Kanal. Und bei 3 Strikes, wie gesagt, ist das Ding völlig weg hier. Also natürlich probiere ich dass ich keinen Strike mehr bekomme. Aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie ich den bekommen habe, wie gesagt. Von daher heißt es da noch ein bisschen mehr aufzupassen. Nichtsdestotrotz ist das Wichtigste schlussendlich einfach mal, dass eben dieser Channel Mega Game Freak 17 wieder da ist. Und ja, die Aufrufe interessanterweise sind zwar weg hier, also man sieht zwar die Videos, alles ist natürlich noch weiterhin da hier. Allerdings, vielleicht kommt das noch, bei den Thumbnails war zuerst auch hier gar nichts mehr anzuzeigen. Vielleicht kommt das noch, jetzt zeigt es hier nur noch rein 437 Abonnenten und die insgesamten Aufrufzahl von 240.000 oder so, die ich gehabt habe, sind auch nicht mehr da. Vielleicht kommt das noch, vielleicht wird das noch irgendwie aktualisiert oder so, aber ganz ehrlich, ich habe lieber meine Abonnenten noch, die Videos dann noch sehen, angezeigt bekommen, als gar keine Abonnenten mehr auf einmal unten da doch die Aufrufe her, das ist auch ganz klar. Aber natürlich ist es auch so, ist ein bisschen blöd gelaufen dadurch, dass die Videos jetzt ja und alles und so weiter sofort kurz draus waren sozusagen. Ich glaube, wenn man Famerama eingibt, ja, was vorher so das Mega Game Freak da gleich mal da war mit den Videos, was natürlich ein paar weitere Leute auf meinen Channel gebracht hat, was mich sehr gefreut hat, und jetzt bin ich nicht mehr unbedingt da weit oben zu finden. Alles ein bisschen blöd gelaufen, aber das Wichtigste ist, wie gesagt, dass der Channel, dass ich ihn wieder habe, dass es so schnell gegangen ist. Wie gesagt, Dankeschön, liebes YouTube-Team an der Stelle, und ja, hoffentlich passiert sowas nicht wieder. Und ja, und von daher kann es jetzt allerdings wieder ganz normal weitergehen mit Famerama und so weiter und so fort. Also da werde ich natürlich alles wie gewohnt weitermachen und hoffen, dass ich keinen Strike oder so kriege. Und ja.
Gut, damit wäre alles gesagt dazu. Wie gesagt, Video darf nicht länger als 15 Minuten sein, deswegen muss ich jetzt aufhören. Danke fürs Zuschauen auf jeden Fall von diesem Video. Und an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an die vielen lieben Worte, die von euch gekommen sind hier, auch in den Kommentaren. Hab mich sehr gefreut und ja, ich freue mich, dass es jetzt schlussendlich weitergeht. Und von daher sage ich bis zum nächsten Video hier auf Mega Game Freak 17.